Servus Christi und herzlich willkommen im LS15 auf der OGF USA mit mir, dem Wolpertinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und hier so guckst, was wir da auf dem Riesenfeld eigentlich treiben. Ich meine, wir haben jetzt da zwei Abfahrer stehen. Der eine wartet darauf, dass der andere endlich weg ist, drum steckt er im Verkehr fest, das passt. Ich habe jetzt noch einen zweiten Überladewagen besorgt, weil der eine kommt ja gar nicht mehr hinterher. Wir haben drei Drescher am Laufen. Zwei Drescher sind grundsätzlich immer voll. Also, habe ich mir gedacht, der soll doch hier einen Kollegen kriegen, der ihm hilft. Und jetzt hoffe ich, dass die das auf die Reihe kriegen, dass hier jeder dann so ein bis zwei Drescher bedient. Das wär's. Genau. Und wenn das alles funktioniert, dann habe ich endlich einmal was geschafft, was ich vorher noch nie geschafft habe. Das ist jetzt Curseplay, man sieht es da oben. Ich meine, ich mache es nochmal kurz an. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Curseplay am Laufen. Und... Ne, 5 Curseplay, genau. Das, okay, der Liebherr zählt eigentlich nicht. Ne? Der Liebherr, der schaufelt immer noch BGA. Also haben wir hier 1, 2... ich kriege es nicht mehr auf die Reihe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Curseplays, die allein dieses Feld bedienen. 2 Überlader. 2 Abtanker. Also doch nur 4. Ja, 4. 2 Überlader, 2 Abtanker. Und 3 Drescher mit Autocombine. Und irgendwie läuft's. Okay, der fährt jetzt da zu dem hin. Wir müssen schauen, dass er wirklich läuft. So, der hat den einen abgetankt da hinten. Man sieht es ja schon gar nicht mehr. Wo ist er denn? Da wartet auch schon wieder einer drauf, dass er abgetankt wird. Wir tanken jetzt hier mit dem den New Holland ab, wie es ausschaut. Genau. Die Frage ist immer nur, wenn die da stehen, kommen die auch wirklich so an, dass es funktioniert. Wir haben das schon öfters gemerkt, dass er dann einfach sagt, ich stecke im Verkehr fest. Aber eigentlich sollte er es können. Aber wir wissen ja auch, Curseplay ist nicht allmächtig. So, mal schauen, dann haben wir da oben schon wieder einen, der voll ist. Also, das heißt, mit zwei Überladewagen sollte man eigentlich zu Rande kommen. Gut, das schaut gut aus, was der macht. Der fährt den hier gerade noch abtanken. Okay. Der wartet drauf, dass er voll wird. Auch gut. Und der da hinten wartet drauf, dass er dann mal irgendwann... Ach, toll. Toll. Also jetzt funktioniert's. Das ist doch herrlich, oder? Schee. So mag ich das. Jetzt funktioniert's. Hat ja auch lang genug gebraucht. Schau da, ich kann genauso schnell laufen wie der Drescher und ich laufe auch nur seitwärts. Das ist ja auch toll, was ich alles kann hier. Naja. So. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier gucken. Der ist immer noch im Abtanken. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Eigentlich sollte der nur noch zu denen springen, die laufen, wo die Motoren laufen. Aber es tut er auch nicht so ganz. Egal. So. Jetzt schauen wir mal, was da passiert. Es ist schon interessant, es zuzugucken, dass das alles funktioniert jetzt. Weil schaut es relativ gut aus. Nachdem sich jetzt die Drescher selber auch ein bisschen auseinanderzogen haben, so ein bisschen, glaube ich, kommen sich auch die LKWs und Drescher nicht mehr ganz so in die Quere. Ich meine, jetzt sind wir mit zwei LKWs da unterwegs. Und der müsste jetzt dann gleich zum Abtanken fahren, weil er voll ist, beziehungsweise weil er 80% drin hat. Und der andere müsste eigentlich da hinten irgendwo drum rumstehen und darauf warten, dass er gerufen wird. Und das nächste dürfte wieder der Klaas sein, der ruft. Ich glaube, jetzt haben wir es einigermaßen beieinander, dass die Drescher hoffentlich auch nicht mehr einfach nur dumm in der Gegend rumstehen. Es wäre so cool. Ja, warte mal, bis die Warteposition frei ist. Nimmst noch ein bisschen Korn mit für den Kollegen hinten. So cool. Und jetzt schauen wir lieber noch einmal nach. Abfahren bei 80. Passt. So. Welche Warteposition soll denn bitte frei werden?
Okay. Ach, es würde sich da eigentlich hinter den Drescher stellen, aber du solltest eigentlich jetzt merken, dass du abfahren solltest. Yes, Sir, er hat's gemerkt. Oder? Ja. So, und da hinten kommt der andere angefahren. Das schaut ja auch total witzig aus hier, ne? Da. Jetzt taucht er auf schon langsam. Ich habe vorher nur die Reifen gesehen, meine Herren. Und das Licht brennt auch noch von allen, weil es halt noch 7.13 Uhr in der Früh ist. Am 19. Tag auf dieser Map. Naja. Ja, das ist jetzt mein Betrieb, oder? Also das finde ich schon klasse. So, der fährt wo auch immer hin. Ich meine, jetzt den zweiten da, unseren lilanen. Wo immer der jetzt hinfährt, warum es meint, der müsste da hinfahren. Ach, weil die Drescher ab 50% rufen. Genau. Ah, schlau, schlau. Haben wir ja eigentlich gut eingerichtet alles. Jetzt muss es eigentlich nur noch richtig laufen. Und die Abfahrer, also die LKWs, die können es. Wir haben gesehen, der Traktor in der letzten Folge, der konnte es nicht wirklich. Ich bleibe jetzt da mal drin sitzen, weil es einfach gerade spaßig ist. Jetzt fährt er hoffentlich richtig in seine Schlange da rein, in seine Crossplay-Punkte und macht keinen Blödsinn. Das wäre jetzt das Schlimmste, was passieren könnte, dass das nicht funktioniert. Aber das ist jetzt schon dreimal gut gegangen. Warum soll es jetzt bitte? Ja, weil er von einer ganz anderen Richtung kommt diesmal. Das ist die Frage, was macht er? Was macht er? Mich nimmt gerade Wunder, was wird das? Ah, du. Warum immer jetzt den Punkt angefahren hat? Lass mal dahingestellt. Da hinten wird abgetankt, der hat zumindest das Girl draußen, den einen LKW siehst du überhaupt nicht. Der hat eine ziemlich geringe Clip-Distanz, wie es ausschaut. Also das heißt, die Bulgur-Teile sind anscheinend sehr performance-schonend. Was man von so anderen Teilen nicht sagen kann, leider. Und jetzt halt kommst da rum und es fährst auch nicht mehr so kringerle, weil wollte ich jetzt einfach langsamer fahren lassen. Das passt auch, hoffe ich. Ja, so, ja, da ist der Knick im Kurs, das passt schon. Und irgendwie schauen die Reifenspuren so aus, als würde ich richtig fette Abdrücke im Boden reintun, was natürlich gar nicht wahr ist, aber die Textur von den Reifen schaut richtig, richtig gut aus, ne? Also das finde ich ja schon klasse hier. Ganz, ganz große Nummer. So. Das ist es, genau. Und der Anhänger vom Traktor war zu kurz, da wäre er durchgefahren. Passt. Das passt auch, sehr gut. Das heißt, jetzt gehen wir immer aus dem Weg hier. Dann schauen wir mal, wie voll der da vorne ist. Er sollte jetzt eigentlich voll werden. Ja, ja, vielleicht. Ah, da kommt auch schon der zweite angefahren zum Abladen. Okay. Zum Überladen. Mich interessiert dann nur, wenn der jetzt nicht ganz leer wird, fährt der dann so halb der weg? Also der ist jetzt voll. Nein, der MAN bleibt beim Überladepunkt stehen und wartet darauf, dass er leer wird. Das ist gut. Und der hinten kommt jetzt angefahren. Das ist auch gut. So, und jetzt steigen wir hier mal aus. Dass der das fahren kann, das wissen wir. Interessant ist jetzt der zweite hier noch, was der da macht. Aber mit dem Tatra, das scheint auch zu funktionieren. So, der dreht hier lustig fröhlich um und wir warten drauf, beladen zu werden. Da kommt schon der zweite zum Beladen. Die Drescher sind noch alle relativ leer, oder? Relativ, und der kommt gnadenlos voll an hier. Ach ne, Schmarrn, der gnadenlos voll ist da, der MAN, der gerade am Abfahren ist. Und das könnte jetzt
spannend werden, was die zwei da treiben. Nee, funktioniert. Oh man, okay, der fährt los zum nächsten Drescher und der... Ja, doch, das... Schaut gut aus. Weil der New Holland ist schon wieder voll. Okay. Und die beiden Glasen, die sehe ich gerade gar nicht. Da sind sie. 26 und 70. Da brauchst du noch fast einen dritten Überladewagen, ne? Aber wir wollen es mal nicht übertreiben. Zwei Drescher, zwei Überladewagen und zwei Abfahrer. Das wird ja wohl reichen. Hoffe ich. Aber es schaut schon cool aus irgendwo, ne? Da, es bewegt sich was. Ja, wir stehen einfach da und schauen zu und es bewegt sich was. So mag ich das. Endlich funktioniert mal was. Ich bin glücklich. Ohne Scheiß, das macht mich glücklich. Ich hab's begriffen, wie das mit einem Überladewagen funktioniert. Ich hab's geschafft, dass drei Drescher auf einem Feld fahren, ohne sich im Weg umzugehen. Die Überladewagen kriegen es einigermaßen hin. Und ich habe zwei Abfahrer, die es auch hinkriegen. Und was macht der da hinten jetzt? Der MAN schaut gut aus. Ach Gott, ich hätte schon gerade gemeint, der macht wieder Blödsinn. Eieiei, ich hätte gemeint, der macht Blödsinn. Okay, es wird der New Holland abgeladen. Sauber. Dafür ist jetzt der nächste Glas gleich voll. Und der andere ist halb voll. Das überlädt aber arsch langsam, oder? Wahnsinn. Aber es gefällt mir, das gefällt mir. Echt, Leute, ich bin... Das finde ich toll. Schaut euch das an. Das ist doch toll, oder? Fast halb voll kriegt er das Ding. Wow. So, es drehte hier seine Kurve und fährt dahin, wo er hinkommt. Und es sollte ja eigentlich losdüsen zu dem Lexion da vorne. Und der zweite Lexion ist, das muss ich mal hier das ein bisschen, ja, das sieht man gerade ganz schlecht, weil es so hell ist dann, ja. Der zweite ist bei 55%. Der holt nur auf. Und der New Holland ist jetzt gerade leer geworden. Es fährt eher zu dem hin. Okay, weil der ist bumsvoll. Und der andere ist auch bald voll. Das heißt, der da drüben müsste jetzt eigentlich losfahren zum anderen Lexion. Hoho. Das müssen wir aber jetzt nur noch moderieren wie so Sportsendung. Und auf der rechten Seite, meine Damen und Herren, sehen Sie den MAN, den Schwarzen, wie er gerade eben die Kurve nimmt und geradeaus in den New Holland kracht. Oder auch nicht. Der kriegt ihm in den Hintern. Das ist noch viel schlimmer, das wird das Sportgericht nicht mögen. Du solltest mal losfahren, dein Drescher ruft. Mann. Ja, da geht doch. Es ist die Frage, wer zu wem fährt. So, dann, wo ist er denn, Nein, er hier. Ach, du bist schon wieder da. Du hast nicht, nein, Schmann, da bist du. Okay, du bist gleich beim Abladen. Seht's, der Weg ist weit, da macht es schon Sinn, einen zweiten dastehen zu haben. Wird schon bald Sinn machen, noch einen dritten hinzustellen. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben, ne? Ich meine, rein FPS-mäßig ist das alles nicht mehr gut für meinen Rechner. Da fahren zu viele, aber das ist mir jetzt egal. Du siehst mal, der kriegt es auch schon immer auf die Reihe. Vor lauter FPS-Geschiss. Ich glaube, das liegt daran. Ich glaube, wir lassen ihn einfach in Ruhe, dann könnte es besser laufen, oder? So, es sollte dann noch abladen, das will ich jetzt doch schon schnell sehen. Ich meine, wir haben einen Haufen Zeug am Laufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben 8 Dinger am Laufen. 5 Curseplay und 3 Autocombine. Ich meine, das überfordert doch den armen LS komplett. Schau mal, da hinten haben wir Dreschertreffen. Okay. Ah, das wird jetzt ganz interessant hier.
kommen wir gerade zum richtigen Zeitpunkt. Und das kurz vorm Ende der Folge kann man hier nochmal richtig schön was Interessantes erleben. Weil ich glaube, der knallt ihm jetzt mal weg. Nee, der kommt natürlich jetzt nicht hin. Weil der vorne noch nicht weg ist. Auch ein tolles Bild. Ach, das ist doch ein schönes Bild für den Abschluss, oder? Wenn wir das so hier machen, schaut doch ganz nice aus. Oder wir machen es so. Ja, okay, dann hoffe ich, hat dir die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen über einen Daumen, über ein Teilen des Videos, über ein Abo, falls noch nicht passiert ist. Und sag all deinen Freunden, Verwandten, Bekannten, der Oma, dem Opa, der Maus, dem Huhn, der Katze, dem Pferd, der Kuh und allen Bescheid. Sie mögen doch mal den Kanal anschauen, wenn es ihnen gefällt, auch gleich abonnieren. Alles klar? Dann hoffe ich, sehe ich dich wieder bei der nächsten Folge. Ja, und bis dahin. Ciao, ciao und Servus.